So. Eingeladen habe ich dich schon mal. Ja, warte, ich komme sofort. Ein Job für einen Titan. Okay. So, vor allen Dingen dürfen wir jetzt erstmal noch ein paar bestimmt 10 Kilometer fahren oder so. Naja, lass mal deinen bitte nehmen gerade. Dann kann ich mein Auto tauschen. Okay. Nachher. Und vor allen Dingen, wie gesagt, wir stehen. Mitten in Ah, der Pampa. wir stehen mitten unten oben an der Dings. Ja, gut, wenn wir bei der letzten Mission nach quasi gescheitert sind. Und jetzt dürfen wir jetzt erstmal wieder zurück nach Los Santos. War ich falsch. Falsch abgebogen, in die falsche Richtung. War da was? Ich weiß nicht, was du meinst. Schon wieder so ein komischer Widerstand, keine Ahnung. GTA-Krankheit, alles mitnehmen, was sich bewegt. Über zwei Spuren rübergezogen, ey. Naja.
Hast du die auf schwer stehen oder auf leicht? Oder auf schwer. Schwer, okay. Na ja, gut. Jetzt genau gegen die Kante. Oh, da flog die Motorhaube. Mit Backflip. Hm. Willst du da jetzt reinfahren direkt, oder was? Nö. Ich hätte jetzt ein bisschen weiter vorne gestanden, weggesnipert. Die Jungs. Aua! War ich nicht jetzt umgefahren? Sorry. Ja, deine Tür. Ich hab mich abgekriegt. Ich kam nicht in die Deckung rein. Weil genau in dem Moment, wo ich mich runtersetzen wollte, Karl, hast du gesagt, okay, jetzt setze ich mich da noch hin. Ernsthaft? Das ging jetzt aber fix. Ja, ja. Oh. Ah, es war ein bisschen scheiße gelaufen, weil ich habe keine Deckung jetzt hier gerade. Weil das Auto steht ziemlich beschissen. Das werden wir nicht schaffen, die Mission. Weil ich stehe komplett auf dem offenen Feld und das ist... Oh, Gott sei Dank. Aber mit ganz wenig Leben noch. Also gerade. Holly. Sieht ihr die auch gar nicht an? Ja, keine Chance, was soll ich machen? Ich stehe komplett auf dem offenen Feld und bis ich da irgendwie mal eine Möglichkeit hatte, in die Deckung reinzukommen. Mhm. Aber wie gesagt, ich wollte gerade runtergehen in die Deckung rein und in dem Moment sagst du, du gehst rüber und dann stand ich halt da und konnte nichts machen. Na gut. Ja? Was soll ich da machen? Die machen die Mission jetzt noch. Ich würde jetzt nochmal versuchen. Ach so. Okay. Ja, wir haben jetzt genug Fails geliefert in der letzten Folge. So, jetzt versuchen wir nochmal eine mal halbwegs vernünftig zu hinzukriegen. Irgendwie hinzubasteln. Okay, warum auch immer hier spawnen? Warum spawnen wir hier? Du spawnst irgendwie mitten am Arsch der Welt, ja. Ein bisschen weiter weg, stellen gleich mit dem Auto und dann snipen. Würde ich das quasi vorziehen, ja. Na gut, auf, auf. Ja, ich hab meinen Jeep noch. Okay. Gut. Ja. Yeah. Ja. Hat funktioniert. Was soll ich auch machen? Da kam mir doch voll entgegen, ey. Ja, das ist normal bei GTA. So. Weil du kannst die Karre da, den Flieger auch nicht komplett rausfliegen, weil du den LKW noch davor stehen hast. So, und jetzt hier. Jo. Hm.
Vor allem wie die immer wieder aufstehen, ey. Du tötest sie nicht direkt. Außerdem sind das Mirror, das heißt, die sind wahrscheinlich schön gepanzert. So, pass auf, dass du nicht ins Flugzeug schießt. Hab ich nicht vor. Ich sehe das Flugzeug von hier, deswegen. Ich gehe wirklich nur auf die Autos, die zumindest rechts oder links stehen. Ich schieße ja noch nicht mal den LKW weg. So, da sind aber noch Gegner, Minimum. Einiges noch. Die spawnen aber, glaube ich, immer nach. Okay, der, für mich habe ich ihn getroffen, eigentlich auf dem Kopf sogar. Bleib liegen, Kollege. Jetzt ist er tot. Mit 5 Schüsse hat er gebraucht mit dem Scharfschützgewehr. Bis er dann irgendwann mal Geschichte war. Der auch. Aber ich gehe davon aus, dass der Minimum neu ist. Aber scheinbar ist jetzt gerade erstmal ein bisschen Ruhe. Kannst du ein bisschen näher ranfahren? Geht das? Weil quasi den LKW dann auch rausfahren und dann kannst du versuchen, in den Titan zu steigen. Sieht aber gerade ziemlich ruhig aus. Oh, ich hab das gesagt. Ja. Sehr ruhig. Ich habe es gesagt, ja, tut mir leid. Die spawnen ja wirklich. Ja, die spawnen nach, ich weiß. Ja, ja, das ist, glaube ich, die Mission, wo die nachspawnen. Alter, der kriegt 3 Schüsse ab auf den Kopf und interessiert den nicht. Wie sieht's mit den Gegnern bei dir jetzt aus? Bisschen ruhiger? Es geht, aber ich bin jetzt auch gerade eingestiegen. Ja, ich habe schon gesehen. Willst du noch einsteigen? Ja, wäre super. Herr Flug, bleib direkt drauf auf dem Gas. Aber jetzt ist Ruhe zu. Sehr gut. Sehr gut gemacht. Na, die erste Ruhe muss man nutzen, um den LKW rauszuziehen und danach kannst du versuchen, nochmal weiter wegzuschießen.
Auf der Flughafen hier unten, ne? Ja. Du siehst ja den gelben Punkt unten auch. Mhm. Ja, das ist der, genau. Ja, du musst wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt in der Mission ist, ob du dann auf dem Dingsplatz landen kannst unten. Auf dem Militärstützpunkt landen könntest. Aber ich will es auch gerade nicht ausprobieren, weil wenn wir jetzt ein Leben verlieren. Ah, ich müsste jetzt, glaube ich, nochmal eine Schleife fliegen, oder? Das wird wahrscheinlich vom Winkel her ein bisschen schwierig werden. Ja. Da glaube ich doch noch ein bisschen. Naja, du musst. Flieg mal, ich will fast an den Berg da hinten liegen und dann einmal drumherum. Ja, sieht doch schon ein bisschen besser aus. Jetzt bist du schon deutlich niedriger und. Ja, so ganz sauber war die Landung nicht, Astra, aber funktionierte. Sehr gut. Wir stehen sogar ineinander. Dass du mich so sehr magst, Kev, hätte ich nicht gedacht. Nee, danke. Also ich mag dich schon, aber nicht so sehr. So. Na da. Ja, dann sind wir durch und dann. In der nächsten Folge geht es dann auch weiter mit der Heist. Ich weiß gar nicht, was das nächste ist bei uns als Aufgabe. Ja, das letzte war, glaube ich, das EMP mit dem Flugzeugträger und ich. Das waren, glaube ich, die letzten Missionen. Mhm. Ich weiß gar nicht, was das nächste jetzt ist. Wäre das oder der Insurgent war das letzte? Ich weiß gar nicht. Und jetzt haben wir schon im Finale? Nee, ne? Ich glaube, es ist noch eine Mission. Aber ich. Keine Ahnung, wenn wir dann morgen auf jeden Fall sehen. Wie gesagt, morgen geht es dann auf jeden Fall weiter, wie immer um 16 Uhr. Und dann passt das auch. Ich fasse aber 271 schon. Hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Gut. Gut. Bis dann. Bis morgen.